Quarrymen können jeden Moment zurückkommen. Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro. Und wir sind mitten in einem Krieg, kann man sagen. Denn die Highwaymen haben uns letztes Mal bedroht und haben Kinder bedroht. Bei so einem schönen Fest, was wir hier hatten. Also müssen wir sehen, was jetzt gemacht wird. Reden wir mal mit Rush. Hey, Mister. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut. Wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Gut. Die Belagerung. Okay, das machen wir. So, wir müssen zum Speer, aber wir lassen uns einmal hier unsere Ausrüstung auffrischen. Weg da, ich will dich bauen. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Sag, ja, tu dein Bestes. So, also das, die Waffen und so haben wir ja eigentlich alle, aber ich würde ganz gern. Definitiv. Die Waffe auch haben. Ich habe ein paar Dingspunkte bekommen. Warte mal, das können wir ganz kurz mal gucken. Ein paar Punkte bekommen. Vielleicht können wir die Vorteile ja nutzen, um irgendwie was freizuschalten hier mit Waffen und so. Frage eine dritte Waffe. Das finde ich super. Das machen wir. Das ist Frage eine vierte Waffe. Ja, das brauchen wir vier Dinger. Wie viel haben wir? Drei. Okay, reicht nicht. Aber ermöglicht dir Scharfschützenmodus und unter Wasser längeres Atmen. Was ist das? Mit Faustschaden? Das brauchen wir nicht. Hier. Und Takedowns. Drückt einfach Takedowns auf einen Gegner mit Rang 2. Ah, guck mal. Ah, können wir erst mit 7. Okay. Das Serviceset bietet mehr Platz für mehr Serviceset. Mehr Nahkampfwaffen. Sprengfallen. Mechaniker. Also. Lade nach, während du halt noch schon. Also, ich möchte auf jeden Fall dieses Ding haben. Das ist super wichtig, gerade für die höheren Gegner. Das heißt, wir brauchen noch 4 Punkte, Vorteilspunkte. Die holen wir uns auch noch. Aber jetzt können wir schon mal noch eine Waffe tragen, was super ist. Denn wir haben nämlich. Wir haben ja jetzt die Schrotflinte, aber wir würden auch noch ganz gern das Ding mitnehmen. Zack. So. Bei 3 Waffen müssen wir unsere Munition nachfüllen. Herstellen. So, das ist auch voll. Kampfvorräte, stelle Sprengbomben und Spezialmunition her. Ich den Molotow-Cocktail mal herstellen. Nochmal her. Und ein paar Wurfmesser. Okay, was ist das hier? Bordmaterial, Faustwaffen, da Segelblätter. Da haben wir alles voll. Gut. Heute eintauschen, haben wir noch irgendwas hier? Guck mal hier, tauschen wir alles ein. Alles super. Jetzt können wir sogar hier eine zweite, andere Waffen bauen, glaube ich. Was wir hier haben, was ist denn das? Faustwaffe, die Griff ist schon seit Jahren benutzt, aber mit ein bisschen Isolierband kriegt man das wieder hin. Ja, wir behalten erstmal die Waffen, die wir haben. Obwohl, vielleicht ist auch eine zweite Waffe in dem Bereich nicht schlecht. Denn unser anderes ist ja Schrott. Und vergleichen wir mal. Guck mal, wir haben. Achso, vergleichen wir mal mit der anderen, die wir haben. Guck mal, wir haben ja die hier. Und da sieht man schon, die sind in allen deutlich schlechter. Deswegen lass uns die doch nehmen. Bauen wir die mal. Oh nein. Wollte eigentlich noch Vergleich beenden machen. Okay, so hier die. Herstellen. So, und damit packen wir hier hin. Gut. Genug Schuss haben wir dafür auch. Hoffe ich zumindest. Munition auffüllen. Alles voll. Okay. Gut. Lass uns mal das Speer sehen. Okay. Oh, ich gehe jetzt noch einen Speer gucken, ihr Spackens. Bis später, Alligator. Wuhu! So. Hier links. Oh, die finde ich nämlich ganz cool, die Waffe. Die ein bisschen. Die sehen natürlich alle ein bisschen selbstgemacht aus. Das ist auch ein. Ah! Das ist ein fieses Viech.
Alter, fiese Schlange. Blödes Viech, ey. Naja, geht er wieder voll ins Leben. Und ich nehme alle Pflanzen mal mit unterwegs. Einfach aus dem einfachen Grund, dass ich sehen will, was wir im Kräutergarten nachher alles machen können. An Heilpflanzen und so. Bring alles, was so ein bisschen blinkt und fleucht und kreucht, nehmen wir mit. Also, ein paar Pflanzen. Hier noch Sachen rum. Oh, hier. Fliegt einfach mal eine Spule rum. Wo ist das denn? Und hier. Komm mal auf die Scheiße. Danke. Sägeblätter. War leider alles voll. Gut, aber lass mal gucken, was der Speer sagt. Wahrscheinlich ist er schon ausgeschaltet worden. Die Ausdauer können wir auch noch verbessern. Wir müssen brauchen ein paar mehr Vorteilspunkte. Die holen wir uns noch. Ich möchte gerne wissen, welcher Typ für dieses Geld, für dieses Spiel Geld ausgibt, um die Währung in Währung zu kaufen, damit man an sich Vorteile verschafft. Das ist total bescheuert. Du bezahlst ja schon genug fürs Spiel. Ich bin ein Spieler. Ah, okay. Besser. Das gleiche Speer. Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße! Das sind sie! Geh zurück zu den anderen! Los! Geh zurück. Los, komm. Schaffen wir. Verteidigen. Wir können die Tore nicht öffnen, zu gefährlich. Na super. Alter, du Schwein. Na, warte. Schnell rein hier. Hey, da sind Sniper da oben. Ah nein, ich bin reingefallen. Oh oh. Können wir die da hinten nicht? Ja, wir müssen hier schießen. Zack. Da muss ich mehr Munition.
Oh. Mist. Blöde Kuh. Falsch abgeprallt. Alter, grüß Mann! Zu was für eine Mauer? Zur nördlichen? Jetzt noch einen Spacken. Noch mehr Trucks! Scheiße, die kommen mit Rampen! Die kommen die Wände hoch! Wir müssen sie aufhalten! Los, nach vorne! Wir benutzen die Trucks, um die Mauern hochzuklettern! Halte sie auf! Noch ein Truck? Da kommt ein Truck von Westen! Sind die schon drin hier? Alter, wieso treffe ich nicht? Zack. Sie werden langsamer. Lade nach, verarzte dich und mach dich bereit für noch mehr davon. Zack. Hast du einen Bombenboden gelegt? Scheiße, die Bombe ist explodiert. So ein Mist. Okay, das Ganze machen wir jetzt gleich nochmal. Hab die Waffe aber auch zu spät gesehen, muss ich zugeben. Dass er eine stand. Das war auch echt schlecht gerade. Gut, machen wir jetzt anders. Machen wir es jetzt am besten. Ich weiß es gar nicht.
Verflucht! Captain, die haben Sprengstoff! Formiert euch neu und schützt die Gebäude! Haltet sie vom Haus fern! Und wo die kommen, ne? Okay, gehen wir runter. Alter! Gute Kuh. Entschärfe die Bombe! Beeil dich! Jetzt liegt's an mir! Ein bisschen. Da oben. Mein Gott, wo sind die alle hier? Schweine. Ah, Mist. Hey, der ist dann auf dem Dach gekommen. Scheiße. Shit. Wo sind die Spacken? Da. Noch eine Bombe! Beeilung! Die legen eine Bombe! Oh. Bleib hier schnell. Yes, geschafft. Mann, Mann, Mann. Oh, ganz schönes Gemetzel hier. Hilft mir jemand? Mom! 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 Hey, sieh mich an! Sieh mich an! Hey, geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung, pack an, wo du kannst.
Wie schlimm ist es? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war's das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden, New Eden? Moment, soll das ein Witz sein? Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Typen waren bis unter das Kinn vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Ja, das sind die Drogen. Was denn sonst? Alter, wie cool ist das denn? Was für eine Wendung ist das denn? Mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Ganz im Ernst? Wie geil ist das denn? Also der war ja der Bösewicht in Teil 5 und ist jetzt sozusagen unser Retter? Kann es ja auch nicht sein, oder? Kamina vor Jahren, okay. Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an. Nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey, wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Okay, jetzt sehe ich den ganzen Zusammenhang. Nick Ray ist ja der, sozusagen der Pilot aus Teil 5. Und den hat man auch geholfen, weil seine Frau schwanger war, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Also das ist ja schon ganz geil gemacht, dass das jetzt alles wieder in Erscheinung tritt. Deswegen mag er Joseph Seed auch nicht, weil er einfach ein Arschloch war und er ihn auch töten wollte. Gut. Wir suchen mal, wir begeben uns da jetzt hin. Aber erstmal müssen wir uns ein bisschen auffrischen hier. Du bist dieser Captain aus dem Zug, ne? So. Ein bisschen Munition nachladen. Haben wir? Dann war's das. Dann können wir auch wieder los hier. So, wir müssen mal nachgucken, was der für ein Problem hat. Oh, das ist aber ziemlich weit weg. Da müssen wir ein bisschen fahren. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.